Wir spielen Quiet Basement. So heißt das Spiel. Und wir gucken mal. Jetzt einfach hegenlaufen hier? Ja, ich muss einfach hegenlaufen. Ist auch geil. Okay. Was ist das denn? Wir sind anscheinend in irgendeinem Bastelkeller oder irgendwas. Oder auch einfach nur irgendeine Abrissbude. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall schlimm aus. So, hier müssen wir einen Fuchsschwanz mitnehmen. Ach nee, eine Metallsäge. Können wir die nehmen? Nee. Warum ist denn das so? Warum sieht denn das so exponiert aus? Alter, was ist denn für ein Schraubstock? Ja, hör mal, ich muss jetzt hier mal meine 10 Tonnen Stahlplatte mal festklemmen. Hier, mach mal. Mit Shift laufen wir langsam. Nein! Monopoly! Das hat aber gelitten. Oh! Das hat ja gelitten. Krass. So, haben wir eine... Wir haben auch keine Taschenlampe. Schade eigentlich. Finden wir bestimmt noch. Hoffentlich. Können wir hier vorne eine nehmen? Nee, das ist nur eine normale Lampe. Merde. Merde. So. Monopoly City war ein Horror-Game? Echt jetzt? Ja, ist hier so ein Easter Egg? Ist mir was entgangen? Da läuft mir eiskalt den Rücken runter. Ja, ist das cool? Also, ein Horror-Game für den PC oder jetzt halt wirklich ein Horror-Brettspiel? Gibt's ja auch, ne? Das war Ironie. Ich hab mich schon gesehen, mit so einem Monopoly-Männchenhut. Pitieren wir jetzt hier? Jupp, wir pitieren. Okay, alles klar. Wunderbar. Silence will fall. Don't make a sound. Okay. So, mal gucken, ob es jetzt Hero Quest ist. Ja, wer von euch mag ein Monopoly? Ich muss sagen, ich finde Monopoly total scheiße. Also, ich habe das auch bis zur Vergasung gespielt damals, so als so in Jugendclubs damals. Hey, Europalette! Wupp, wupp! Aber irgendwie... Irgendwann hat man die Leute alle nur neu hasst, mit denen man gespielt hat. Oh, du bist auf meine Badstraße gekommen, auf denen schon 8 Hotels stehen. Gib mir all dein Gold. Okay, gut, wir haben irgendetwas noch nicht erreicht jetzt hier. Also wir müssen tatsächlich wirklich PT-mäßig immer die gleichen Räume durchqueren. Oh, hier ist noch... Alles gut. Verkette, Alter. Was ist das alles für... Also entweder sind wir so eine halbe Portion. Oder tatsächlich irgendwie hier ist alles ein bisschen überdimensionierter. Ja, meine Schwester und ich haben uns nur gestritten deshalb. Absolut. Kann ich... Nee, kann ich immer noch nicht machen. Ja, aber irgendwann... Irgendwann werden dann halt auch die Leute so ein bisschen... Also am schlimmsten ist es, wenn du halt mit Leuten spielst, die A nicht verlieren können oder B nicht gewinnen können. Ich weiß ja nicht, was schlimmer ist irgendwie. Es gibt halt so Leute, die kicken dich dann einfach an und kannst du bloß noch... aufstehen und gehen. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ganz vorsichtig. So, okay. Hier haben wir so ein paar schöne Sachen. Einfach nichts. Wofür ist das jetzt gut hier? Verstehe auch nicht, wenn ich Shift drücke, dass er irgendwie mal langsam laufe. Was ist das? Und Umschalttaste ist nicht an. So, sollen wir jetzt hier ein paar Kerzen anmachen oder was? Liegt hier irgendwo ein Schlüssel? Ja, what should we do? Können wir vielleicht den Fluter hier anmachen? Nee, auch nicht. Vielleicht nehmen wir einfach den Schlüssel. Ich bin manchmal so dermaßen blind. Ach so, ist ja nicht für hier. Ist jetzt für oben oder was? Hm. Ah, vor ein paar Jahren habe ich das für die Switch geschenkt bekommen. Von meinem Mann, ja. Ja, war total stolz. Aber ich hasse es immer noch. Ja, das ist dann halt. Dann macht das doch alles keinen Sinn. Also, da! Ich meine, war. So ein Shit.
Mann! Da verschnattert man sich hier. Hallo? Ah. Rohrschaden jetzt hier. Rohrbruch. So, was haben wir hier? Ja, eine offene Dose Soßtrümer. Schön. Wieso habe ich denn keine Taschenlampe? Wieso denn nicht? So eine kleine Blakenfunzel würde mir schon vollkommen reichen. Dass ich nur meckern kann. Ja? Wirklich schon gut finden. Oder eine Kerze. Wirklich gut nehmen. So, das Schlimme ist, dass du natürlich alle mal fünfmal jetzt angucken musst. In diesen PT-Spielen. Irgendwie, dass dann auch irgendwie Progress passiert. So, aber wir haben schon ein bisschen mehr Kerzenschein jetzt. Wir machen es uns einfach ein bisschen romantisch. Ist ja auch schön. Wahrscheinlich ist das, sollte das mal so eine Man-Cave sein hier. So mit der Couch-Ecke hier und dem Spieltisch. Schauen wir mal von oben schon durch die Tür gucken. Irgendwas knarzt hier so. Hängt hier irgendwas? Ein Toter? Okay, wir können schon durch. War das jetzt quasi, dass die Tür aufgebrochen wurde, das, was getriggert werden sollte? Okay, jetzt ist die Tür normal offen. Mhm. Woran liegt das eigentlich? Vielleicht wisst das einer von euch irgendwie. Wie kommt das irgendwie, dass man sich in dieser Art Spiel, also PT, Visage, weil genau das gleiche, nur so dermaßen langsam bewegen kann? Also man muss ja hier nicht rumrennen irgendwie, ne? Aber halt schneller als das könnte schon sein irgendwie. Also man hat halt immer das Gefühl, dass man halt so einen tiefen, entspannten Dude spielt irgendwie, der halt einfach sagt so, ach du, ist mir eigentlich alle glatte. So kommt es mir mal vor. Tja, na gut, dann probiert mal da oben durchzulaufen. Wobei ich jetzt nicht weiß, was jetzt der Progress sein soll, außer dass das Fenster offen ist. War vor. Bis? Wie? War das jetzt das Fenster, was so gemacht hat? Na komm, los, mach's normal. Mach es normal! Los! Ja, okay, also wir können noch nicht weiter. War das jetzt das Fenster oder was ein anderes Fenster? Das hier, war, oder? Achso, hier ist eine Birne kaputt gegangen. So, so, schau, schau. Tja. Okay, gut, vielleicht können wir jetzt irgendwie weiter. Oh, diese alten Türen, ey. Was hat sie vorher mit der Axt aufgemacht? Was ist los? Nee, können wir noch nicht weiter. Leute, seht ihr irgendetwas, was mir gerade entgeht? Also irgendetwas muss ja ausgelöst werden. Irgendein Ereignis. Irgendeine physikalische Eigenschaft hier irgendwie. Tür geht auf, irgendwas geht kaputt, irgendein Schnick-Schnuck-Schnack. Irgendwie. Gucken, ob man rückwärts laufen kann. No! So, also, Fenster ist aufgesprungen, irgendein Glas ist kaputt hier. Wahrscheinlich Glühbirne hier vorne. Heißt aber auch im Umkehrschluss, was hilft uns das? So, an dem Brett können wir nichts machen. Einzoomen? Nee. Scherben können wir nicht aufnehmen. Ist hier vorne irgendwas? Auch nicht. Da, Schlüssel. Schlüssel! Ah, vielleicht irgendwo ein Schlüssel im Schrank. Auf dem Tischlager. Vielen Dank, GameStream. Die Ravioli waren im Angebot. Ja, na, die ekelhafte Scheiße kennt wahrscheinlich jeder von uns. Irgendwie. Allein nur vom Zeltplatz oder irgend sowas. Klassenfahrt. Irgendetwas in der Richtung. Diese ekelhaften Ravioli in Tomatensauce. Widerlich. Wir haben sie alle gekannt, wir haben sie alle gegessen. Der isst sie so ja immer noch. And I'm a private dancer. A dancer for money.
Kann ich da, sollte ich da jetzt. Na klar. Sag mal, glaubt ihr alle, die Glühbirnen sind umsonst? Oh, ist aus einem Stück Eiche geschnitzt, dieser Lampenschirm. Oh, mit nur Neues, stimmt. Darf keine Geräusche machen. Reagiert ihr auf das. Auf meine. Auf das Mikrofon hier? Ist ja so schleichend, oder wie? So, schauen wir mal kurz. Ist hier noch irgendwas, was man finden kann? Das sieht schlecht aus. Okay. Wir gehen mal weiter. Schauen wir mal, ob im nächsten Raum etwas Brauchbares dabei ist. Okay, Tür ist offen. Schon mal ganz gut. Lass mal gucken, welche grandiose Story dahinter steckt hier. Ist ein bisschen düster im Gang. Bisschen viel Wasser hier im Keller. Ich schleiche mal vorwärts. Man kann ja nie wissen. Ja, schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen schön aus. Ist ein bisschen feucht, ja. Okay, das ist ein bisschen feucht. So, schön. Ganz, ganz schau. Ja, grundsätzlich fragt mich bei sowas halt immer, okay, derjenige, der dieses Spiel programmiert, muss doch irgendwie ein Konzept dahinter haben. Er kann ja jetzt nicht einfach sagen, irgendwie luftet das einfach nur sinnlos achtmal ab oder so. Irgendwie ist irgendwas passiert. Und immer ist Wasser, immer ist. Was, die war noch offen, die Tür. Jetzt ist sie zu. So ein starkes Stück. So, okay. Wahrscheinlich. Also, ich würde mal tippen, wir müssen wieder einen Schlüssel finden. So. Is somewhere a key for us to find. Ich dachte gerade, es wird goldenet. Vielleicht mal unter der Treppe, dann hat man es selten nachgesehen. Da ist er doch, der Tischtenniskellen große Schlüssel. Okay. Okay, das war ziemlich krass. Das war übel. Habt euch auch wenigstens ein bisschen erschrocken. Ich hab jetzt immer noch Gänsehaut, ey. Fies ist natürlich, wenn das Spiel die ganze Zeit so leise ist irgendwie und dann passiert wirklich mal irgendwas wie jetzt gerade, dann ist es nur umso doller, ey. Das war die Schwester, das war ja, die Bock auf Monopoly hatte, ja genau, hat die Tür geknallt, wa? So, was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall alle pink. Schön. Pink and underwater. Da rumpelt in der Kiste hinten. Oh, shit, 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 shit. Fenster sind vernagelt. Okay, krass. What? Ja, dann komm ich doch mal und mach die auf. Okay. Das steigt immer mehr, wa? Kann das sein? Ja. Oh Gott, jetzt hätte mich gerade hier von dieser ollen Lampe erschrocken, ey. Mann. Warum? Oh ja, die Sicherung, die sollten wir jetzt einschalten. So hüfttief im Wasser. Das macht Sinn.
So, also das ist so jetzt der einzige Raum, wo ich sah so, okay, würde doch hier irgendwie Sinn machen, jetzt hier im Licht irgendwo den Schlüssel zu verstecken, oder? Oder vielleicht kommt doch einfach was runter und sperrt uns hier ein. Würde ich auch total cool finden. To be continued, Alter. Ach komm, ey.